So, und wir bewegen uns mal wieder mitten durch die Menge hier. Die italienische Nacht in Marping. Hier ist Ralf Einkauf und wir gehen jetzt mal die Partnerstadt aus Italien interviewen. Mal gucken, ob die Leute da sind. Es wird wahrscheinlich simultan übersetzt, das Ganze. Und ich muss mich hier mal ein bisschen durchmogeln. So sieht's aus. Hallo. Hallo, die Kamera läuft. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Also, Santa Lucia Giacomo. Genau, es ist ein großer Erfolg. Es wurde gerade eben schon bescheinigt von den meisten Leuten. Mit so viel Erfolg haben Sie gar nicht gerechnet, oder? Ja, fürs erste Mal ist das schon sehr viel. Ja, das ist unglaublich, oder? Normal habe ich mit 1000 Leuten gerechnet, aber dass so ein Andrang ist, hätte ich nicht damit gerechnet. Es hat doch gerade angefangen. Wir rechnen erst mit 8:30, wenn die Musik beginnt. Aber Sie sehen, alles ist voll. Sie haben große Gäste mitgebracht. Wen haben Sie dabei? Also ich habe dabei aus Siculiana, das ist der Vertreter der Gemeinde und auch der größte Hotelbesitzer. Und stellt ein bisschen die Gemeinde Siculiana vor mit den schönen Ständen, die die haben. Vielleicht kann er selbst was dazu sagen. Giovanni genau. Palermo. Sprich gut Deutsch? Ich übersetze das. Okay, wunderbar. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Siamo già alle 7 di sera. Das ist das einzige Wort, was ich kann auf Italienisch, ja. Lui non capisce tanto, è l'unica parola che sa dire italiano. Bene, bene, okay. Aus welchem Ort kommen Sie ganz genau? Da quale paese viene? Arriviamo da Siculiana, provincia di Agrigento, la bella Sicilia che non tradisce mai. Aus Sizilien, aus der Provinz von Agrigento, ein sehr schönes Fleckchen Erde. Genau, und wenn Sie ihm einfach nur sagen, wie kam es denn zu der Partnerschaft? Come è stata fatta questo gemellaggio? Come è stato l'inizio? È un gemellaggio che è un inizio importantissimo per noi e per i nostri corregionali che vivono qua. Also es ist eine sehr wichtige Städtepartnerschaft. Es ist zustande, der Initiator von dem Ganzen ist Herr Giacomo Santa Lucia und es ist für Sie sehr wichtig. Ich bin die Ehefrau. Ich habe es befürchtet, ja. Wunderschön. Ja, danke. Das ist aber ein Riesenerfolg jetzt hier, oder? Ja, wir sind, ja. Wir freuen uns auch. Wie lange fährt man denn von ihm aus jetzt hierhin? Ja, ist er geflogen oder ist er mit dem Auto gefahren? Mit dem Bus würde das 30 Stunden dauern, aber Gott sei Dank, ich darf ja hier keine Fluggesellschaft hier loben, aber Frankfurt-Hahn. Das hat funktioniert. Starten von Marpingen bis nach Sizilien 6 Stunden. Wunderbar. Was gefällt Ihnen denn am meisten aus am Saarland, wenn Sie das mal fragen? Ja, wie der Giacomo so schön sagt, also Ihnen, wir hatten Sie gestern alles beköstigen lassen, Schwenker, Liona. Sie mussten gestern so viele Saarländer in diesen Sachen auf dem St. Wendler Stadtfest essen. Das war kriminell von uns. Wenn Sie gerade mal selber fragen. Ieri sera mi è piaciuta la festa che siamo stati ieri e poi abbiamo visitato la specialità quella tedesca. Am allerbesten hat ihm der saarländische Schwenker geschmeckt. Und was gefällt Ihnen am meisten am Saarland? E che cosa le piace di più qua della Sardegna? Qua mi piace più, mi è sempre piaciuta l'accoglienza che ci danno anche a noi italiani e ho visitato delle aziende commerciali. Veramente c'è molto professionale e molto feeling. Also am meisten gefällt ihm am Saarland diese Herzlichkeit, sie sind sehr herzlich aufgenommen worden. Dieses Feeling von der Gastronomie, dass hier die Geschäfte auch sehr gut laufen, was halt im Süden nicht so gut funktioniert. Deshalb wollen sie einiges aufgreifen. Jetzt sind im Moment hier 22 Grad, wie ist das Wetter bei ihm zu Hause? Per adesso qua ci sono 22 gradi, in Sicilia quanti gradi ci sono? 34. 34. 34. Und es ist heiß, es ist immer schön heiß. Immer schön heiß. Okay, klasse. Was sind denn hier die besten Speisen, wenn er jetzt hierher kommt und er isst original italienisch, ist das nicht toll? Ja, allora, che cos'è il pranzo più meglio? Normalmente tu mangi solamente il siciliano, l'italiano. Che cos'è il pranzo preferito? Ist das nicht wie zu Hause? Vi trovate qua come a casa vostra? Sì, sì, ja. Tantissimo. Ja, wie zu Hause, ein bisschen. Ein bisschen, ja, ein bisschen Deutsch spreche ich schon. Okay, klasse. Wie groß ist denn der Ort da drüben, der Partnerort? Quanto è grande il paese giù? 5.000 abitanti. 5.000 Einwohner? 5.000 Einwohner, also ungefähr so groß wie Marping. Das war ein Scherz. Ha detto uno scherzo più o meno quanto Marping. Più o meno, sì. Saluti, grazie a Marping, grazie a tutti gli amici e vi aspettiamo numerosi in Sicilia. Herzliche Grüße an Marpingen, wir erwarten euch zahlreich. Okay, super. Ich gehe noch mal kurz hier zu der kleinen Band, die mit dabei sind. Buonasera. Buonasera.
Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica mi dà stiti lo tordo. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica mi dà stiti lo tordo. La 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 la. Ehi, ciao Marpinghese! Ciuri di Gettumino, arrampicati. Dai, 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 dai. Quando basto cantare mi senti, lai 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 lai, non pianto né pa mure né pa matti, lai 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 lai, ma canto per sbagliare mi la mai. Ti lo torno, ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la musica mi dà sti ti lo torno, ciuri, ciuri. Hatten Sie sich das so ungefähr vorgestellt? So, genau so. So, wir haben noch mehr Gäste hier. Ja, bitte? Ich bin noch ein bisschen blöd, das nehmen wir auch noch mit. Ich muss mal kurz was fragen, es geht ganz schnell. Ja, wir sind von Saarland Fernsehen 1. Ja. Ist das nicht schön hier heute Abend? Ein tolles Fest, muss ich sagen, eine tolle Idee der Gemeinde Marpingen, dass man das macht. Die deutsch-italienische Freundschaft ist es wert, dass man die auch feiert und dass man darauf eindringt. Alles Gute. Super, eine ganz kurze Frage noch. Jetzt ist es ja relativ voll hier. Hat Marpingen damit gerechnet? Nein, ich glaube mit dem Erfolg nicht so, aber es ist ein toller Einstieg und ich bin überzeugt, das wird jedes Jahr jetzt ein neues Fest. Genau, wenn Sie so lieb sind, noch sich ganz kurz vorstellen, für alle, die Sie vielleicht nicht kennen. Ja, sind ja sehr bekannt. Also ich bin der Karl Rauber, war Minister im Kabinett Peter Müller und jetzt bin ich Pensionär und mir geht es sehr gut. Und ich freue mich, mit euch zu feiern. Das sieht man. Ja, ich zeige mal ganz kurz ihr Glas. Vielen, vielen Dank, Herr Rauber. So, super. Jetzt haben wir den auch schon. Hier ist der Ralf. Ralf, große Prominenz heute hier und es ist alles super. Also das ist ein wirklich italienisches Fest hier, anders kann man es gar nicht sagen, oder? In der Tat, voller Erfolg, wir sind alle gut und bester Laune und beste Wetter, was wollen wir da mehr? Okay, super. Du hast noch ein, zwei Leute, die wir kennen? Ja, wir sollten den Bürgermeister hier von, wo ist er? Ah, hier ist er, hier, gleich hier. Hallo, ja, oh. Da ist ein Bürgermeister, Sie sprechen Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Okay, super. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite, die Sonne ist nämlich so. Dann hier im Stand. Können Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Volker Weber, ich bin hier Bürgermeister der Gemeinde Marpingen und bin hier auf dem tollen Fest unserer Freundschaft, unserer Städtepartnerschaft mit Italien, Sizilien. Für wie viele Seen sind Sie denn zuständig hier in Marpingen ungefähr? Für wie viele Leute wir zuständig sind? Also wir haben ungefähr 10.500 Einwohner. Also das heißt etwas mehr als Ihre Partnergemeinde in Italien mit 3.000? Genau, da sind wir ein bisschen größer, aber wir haben auch ungefähr 400 italienische Mitbürger hier in der Gemeinde, die viel aus dieser Region kommen und deshalb ist das ein ganz besonderes Fest für uns hier. Okay, das heißt, das Fest ist für Groß und Klein, es wird italienischer Wein hier getrunken, die Lebensart wird gefeiert für 400, aber das ist natürlich perfekte Integration hier, oder? Das ist eine perfekte Integration, das zeigt auch, dass Europa lebt, das ist für uns was ganz Besonderes hier. Wir freuen uns, es ist ein wunderbares Wetter und die Stimmung ist grandios. Genau, wir senden ja weltweit, wenn Sie den Leuten noch mal ganz kurz in einer Minute beschreiben, wofür Marpingen steht. Ja, Marpingen steht für schönen Tourismus, Marienverehrung, steht für Naherholung, schöne Wanderungen und ein einfach tolles Lebensgefühl. Hier kann man toll wohnen und es ist einfach wunderschön in Marpingen. Super, haben Sie vielen Dank, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Marpingen. Jawohl, so ist es. Ja, vielen Dank. Prominente Gäste heute Abend hier, ja. Und
hart. Hast du noch ein paar Leute, die wir interviewen können? Ja, jetzt müssen wir erstmal rumgucken. Es ist so voll, wir werden schon noch einige finden. Klasse. Da haben wir schon gleich jemanden. Sie sind wer? Oh, da lacht sie. Sie sind wer? Wer sind Sie? Nein, wir stehen. Ah, brauchen wir hier jemanden zu übersetzen? Ja, ich komme. Ah, super, klasse. Sie sind wer, habe ich gefragt. Sie versteht nicht, sie ist aus Rumänien. Ach so. Ja, sie versteht nicht. Italienisch. Italienisch sie. Kann sie. Parlo italiano. Sì. Come si chiama? Chi è lei? Alexandra. Alexandra. Und sie ist das extra hierher gekommen oder wohnt sie hier? Apposta. Abito a Malpingen. E dove? Sei di tutta abita Malpingen. Ah, sie wohnt ja in Malpingen, ja. Also, das heißt, alle Leute sind hier, oder? Das ist ja super. Ja, aber ist das nicht toll, so ein tolles Fest hier zu machen? Ja, toll, toll. Okay. Es gibt nichts Schöneres. Freut uns sehr. Er guckt schon die ganze Zeit hier. Das Sie sind wer? Papa. Das ist der Papa. Ja. Genau. Ist das nicht toll, hier Italien lebt? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Nur ich bin nicht schlecht mit den Gesetzen, die die haben. Okay. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das heißt, Sie sind jetzt schon wie lange sind Sie schon in Deutschland? Seit 1961. Echt? Ja. Wow, das ist ja toll. Ja. Wunderbar. Und es gefällt Ihnen gut heute Abend hier? Ja, ich fühle mich super. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich fühle mich ein bisschen fein heute Abend, oder? Hier ist genau wie Sizilien. Ich zeige sie mal gerade zusammen. Ja. Papa und Tochter, da sind sie. So, wo ist der Ralf? Ihr müsst jetzt auch mal was sagen hier, komm. Sieh doch. Italienische Nacht, ja. Ist das okay hier bei euch? Ja, ist total schön hier, super. Warum ist das schön? Weil so viele Leute gekommen sind. Okay, Sie sind auch aus Marbing? Ja, mittlerweile. Ja. Mittlerweile, das heißt, das ist Ihr Freund, nehme ich an? Mann. Ihr Mann, der ist aus Marbing, oder? Ja, genau. Genau, und Sie haben Sie hierher geholt in die Gemeinde Marbing? Ah ja, wo es halt hingehört, ne? Genau, wenn Sie sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind? Sebastian Theobald. Genau, und das ist Ihre Frau, die... Anna. Wunderbar. Prima. Vielen Dank. Oh mein Gott, das ist ja, geht ja richtig hier zur Sache. Wo ist der Ralf? Er hat sich verabschiedet. Das ist garantiert an seinem Stand. Ich zeige immer noch mal ein bisschen, was es hier alles gibt. Hier gibt es natürlich auch italienische Spezialitäten, die da sind. Aber es ist auch eine riesen Hüpfburg, wurde aufgebaut. Die zeige ich auch mal kurz. Sieht so aus. Und wenn man sich normalerweise über Kinder beschweren kann, dass vielleicht zu wenig da sind. Also hier ist das definitiv nicht der Fall. Könnt ihr mal laut machen? Nein! Lauter! Herrlich. So, kurzer Rundgang noch. Italienische Nacht in Marpingen. Am 10. Juni. Und jetzt hat die Band auch schon aufgebaut. Das heißt, wird er gleich sehr laut. Und dann, denke ich mir, haben wir einen kurzen Eindruck mal gezeigt und machen noch ein paar Schnittbilder, wo wir durch die Reihen mal so ein bisschen gehen. Vielleicht sieht sich ja der ein oder andere wieder. Sie sind wer? Nee. Italiano. Okay. Ihr Name? Brando, Roberto. Okay, Sie sprechen Deutsch? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, kein Problem. Wo kommen Sie her, auch aus Marbing? Sind Sie aus Marbing? Marbing? Nein, kein Marbinger. Sie sind aber Marbinger, oder? Wir sind Marbinger, genau. Ist das schön heute Abend hier? Ja, ist wunderbar. Warum ist das so schön hier? Das Ambiente stimmt, rundherum das Wetter stimmt, einfach super. Genial. Perfekt, ja. Ich lasse euch mal feiern, okay? Okay.
Kraft. Ja, und er hat mich gerufen, da komme ich natürlich. Augenblick. Muss mich mal kurz hier durch die Menge beamen. So, ich komme mal hier auf die andere Seite. Sie sind wer? Bitte? Wie ist Ihr Name? Mein Name sage ich nicht. Nee, ist nicht so schlimm, aber... Ich bin nur Italiener. Aber es gefällt Ihnen heute Abend hier, oder? Bitte? Es gefällt Ihnen heute Abend offensichtlich, oder? Ja. Aber warum, warum gefällt es Ihnen gut? Weil er ein fester Italiener ist. Okay. Einfache Antwort, oder? Ja, wenn man mich ruft, dann komme ich auch, ja. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt ihr zurück. So, das war's dann mal. Kurzer Eindruck hier vom italienischen Fest aus Marpingen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Hier ist Saarland Fernsehen 1 und Netz Saarland.